Ja, wo steht Liam eigentlich? Der hat doch gerade geredet. Der muss ja irgendwo hier sein, oder? Ach, hier hinten, in der Ecke. Okay. Wir sprechen erstmal mit Lexi. Jetzt gibt's wieder eine kleine Sprechrunde. Tut mir leid. Kann ich Ihnen helfen? Okay, hier gibt's gar nichts. Ich Dann will dachte. ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich dachte ja eigentlich, dass die Leute darüber sprechen wollen, dass wir jetzt einen natürlichen Einwohner Andromedas mit an Bord haben. Aber hey, warum nicht? Das hier wird ein Höllentrip. Feinde, zerstörte Welten, keine Heimat weit und breit. Alle sind total angespannt. Gestern gab es einen zweistündigen Streit und niemand wusste, wie er angefangen hat. Das ist nicht gut. Zum Glück weiß ich, wie man die Leute auf andere Gedanken bringt. Mit einem Filmabend. Reicht ein Film aus, damit sich die Leute besser fühlen? Ob es hilft, mit Freunden Spaß zu haben und zu vergessen, wie sehr wir am Arsch sind? Ja. Es kann nicht schaden, dem Pioniergeist der Leute auf die Sprünge zu helfen. Die Datenbank der Tempest gibt nicht viel her. Könnten Sie eine Filmbibliothek von Nexus Ops runterladen? Damit ich weiß, womit ich arbeiten kann. Wenn ich Zeit habe. Danke, das wird den Leuten gefallen. Ja, sicher. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Klar. Sammeln wir Filme. Also, Jarl. Also. Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Das ist schön. Das sind Aliens. Höh. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns. Und trotzdem haben Sie uns Ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sepha? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie bitte mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angare sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Das ist ein holpriger Start, aber man merkt den guten Willen bei beiden und natürlich, wie es erwartet war, er hat eigentlich einfach bloß die Gelegenheit gesehen, die Moshe da rauszuholen aus ihrer Lage. Und wenn er dazu mit Aliens zusammenarbeiten muss, naja gut, dann nimmt er das halt hin. Ich glaube, es klang so, als ob er sehr viel für sie tun würde, um sie zu retten oder um ihr zu helfen. Ah, mit ihm können wir jetzt, siehst du mal, dann hast du auch kein Herz. Wenn es Freundschaft ist, dann hast du ein seltsames anderes Zeichen mit zwei Leuten irgendwie stilisiert. Na gut. Bei Gelegenheit würde ich Ihnen gerne mal bei der Arbeit zusehen. Natürlich. Ich kann es allen zeigen. Nein. Nur wir beide, damit wir uns besser kennenlernen oder einfach nur ein Hobby teilen. Ach, natürlich. Gut. Gut. Alter, ist das ein seltsames Gespräch zwischen den beiden. Na gut, ich glaube, wir gehen einfach nochmal hinter Jarl hinterher. Vielleicht hat er noch ein bisschen mehr, was er uns mit uns teilen kann, gesprächstechnisch. Mal sehen. Ja?
ja, zumindest ein bisschen was über ihn selbst. Was ist Ihre Geschichte, Jor? Erzählen Sie mir von sich selbst. Wieso? Naja, wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Vielleicht. Das wäre doch auch einleuchtend. Ich wurde auf der Erde geboren. Dritter Planet des Sol-Systems in der Milchstraße. Das ist interessant. Danke. Für den Augenblick ist das genug. Wir müssen erst mehr Vertrauen füreinander entwickeln. Ah, schön. Okay, danke, du hast mir was von dir erzählt. Das reicht erstmal. Beim nächsten Mal vielleicht erzähle ich dir was von mir. Wunderschön. Okay, jetzt haben wir also Jarl und Cora hier vorne. Ich dachte mir schon, dass Jarl dort einziehen wird, ehrlich gesagt. Denn das war ja einfach noch frei gewesen. Was ist das denn hier? Ist das ein Krebs? Ein toter Krebs, oder? Der sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Also wenn er auf dem Rücken liegt, ist irgendwas nicht mehr ganz richtig. Ach, das ist das Ding, was wir in der Nexus gefunden haben. Das war der kleine Racker, der hier die ganzen Computer angefressen hat, die Kabel vernichtet hat. Kann das sein? Wenn ich mir das hier drüben so anschaue, ich glaube schon. Aber warum sieht er so ungesund aus? Ich wollte eigentlich, dass der weiterlebt. Cora? Cora? Wo ist Cora? Erklären Sie mir das? Ich habe keine Ahnung, wo Cora ist. Ist auch egal. Da müssen wir ein andermal drüber reden, aber das machen wir auf jeden Fall. So, ich würde sagen... Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle... Genau wie auf Sir Cash. Ach. Ach ja. Hello. Kello, wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Ich würde sagen, wir vertiefen uns jetzt gar nicht weiter in Gespräche. Ich wollte eigentlich ein bisschen Action erleben, hatten wir jetzt immer noch nicht. Galaxiekarte. Okay. Hier gibt's, glaube ich, nichts für uns zu scannen, oder? Ne, da wird uns bloß Aya angezeigt, glaube ich. Ja, das... Landezone auf Aya, genau. Da wollen wir jetzt nicht hin. Anomalie auf den Sensoren. Aber wir haben ja noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, uns in Onaon umzuschauen. Da sind wir. Gehen wir weiter nach Merath. Und ich weiß gar nicht, ist das denn ein anderes System, wo wir hin müssen? Ich glaube schon, wa? So, kurzer Szenewechsel. Wir scannen fix. Hier gibt es rein gar nichts. Dann... Oh, wir haben hier noch was. Okay. Dann nehmen wir das doch mal kurz. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Sehr schön. Stecken wir uns ein. Oh, und hopp, Sasa, her mit dem Beryllium. Und da wir jetzt schon hier so halb auf dem Weg sind, gehen wir noch weiter nach Obeiro. Da sind wir auch schon. Hübsche Farbe. Nettes Grün. Ist das irgendwie schon wieder Chlor oder? Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Eisen, aber es gibt auch vereinzelte Berge mit selteneren Metallen. Scans zufolge haben die Angara schon häufig Bergbauexpeditionen hergeschickt. Na dann, schließen wir es doch mal an. Sonde unterwegs. Sonde reingeballert. Großes Mineralienvorkommen. Graphitvorkommen. Okay. Her damit. Gut, da hätten wir die rechte Seite soweit abgearbeitet. Weiter nach Sunsetiole. Ein toller Name auf jeden Fall. Ich empfange etwas. Schön, hier gibt es tatsächlich auch mal ein bisschen mehr an Anomalien zu scannen. Halt, wo ist es denn? Hier. Ah. Da leuchtet es doch auch. Satellit entdeckt. Ein Satellit, ein Cat-Satellit, gut verborgen in einem niedrigen Orbit um Sunsetiole, ohne Zweifel zur Überwachung angaranischer Aktivitäten in dem System. Ihn dauerhaft zu deaktivieren ist eine leichte Aufgabe. Das tun wir, kassieren noch die Forschungsdaten und haben den Cat ein bisschen ans Bein gepinkelt. Das ist immer positiv zu bewerten. Gut, bleibt noch ein letzter Planet. Oder sind das zwei?
Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei verschiedene Ziele sind, die man dort ansteuern kann, oder ob die gleich zusammengenommen werden. Mal gucken, wenn man das so dreht, dass der hinten mit ist. Nö. Okay, hier ist auch gar nichts. Nee, da sind wir auch schon fertig. Okay, haben wir das Onan-System komplett erkundet? Oh, jetzt haben wir eine ganz neue Ecke hier. Mensch, hier hat sich ja richtig was getan. Sabeng. Da machen wir doch erstmal hin. Ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt auf jeden Fall nach Null. Da ist Volt, aber wo ist denn das andere, das mit H? Das habe ich jetzt schon vergessen, wie es hieß. Wer weiß. Wir scannen erstmal noch ein bisschen weiter und dann machen wir uns auf nach Volt. Und werden uns dort erstmal mit dem Widerstand treffen. Dann kämpfen wir eben erstmal ein bisschen an der Seite der Angara gegen die Cat. Irgendwie freut mich das. Das scheint zum größten Teil unerforscht zu sein. Früher war es mal kartografiert. Dann kam die Geißel. Aus alt wurde neu. Ich empfange etwas. Irgendwie freut mich das, dass wir jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen mit einer neuen Rasse hier was zu tun haben, weil das ja eigentlich auch... Also bisher haben wir ja eigentlich nichts Neues so wirklich entdeckt. Irgendwie an Spezies und so. Gut, die Kette haben wir getroffen, aber mit denen haben wir jetzt nicht so riesig tolle Interaktionen gehabt, außer aufeinander schießen. Und jetzt gibt es dann doch mal ein bisschen Austausch. So, das E-Zero. Hui, das glänzt aber. Oder leuchtet. Das nehmen wir gern mit. Was mache ich denn? Ah, ich muss es auch nehmen. Mensch. Nochmal kurz. So, her damit. 25 Einheiten sind jetzt nicht ultra viel, aber besser als nichts. So, erstmal kurz hier hinten hin. Wenn wir sowieso schon in der Ecke sind. Anomalie geortet. Mal wieder eine hübsche Farbe, die der Planet hat. Halt. Da ist es. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Helium. Friert erst bei extrem niedrigen Temperaturen und unter erheblichem Druck. Auf Pass 15 sind diese seltenen und hochinteressanten Bedingungen tatsächlich erfüllt. Haha. Hör damit. Das gibt Erfahrungspunkte. Auf jeden Fall interessant. Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Helium überhaupt doch fest... Ich glaube, Heliums Schmelzpunkt ist irgendwo bloß ein paar Grad über einen absoluten Nullpunkt. Ich glaube, es ist irgendwie bloß so 4 Kelvin oder so. Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Benutze ich selten. Also eigentlich nie. Mit flüssigem Stickstoff habe ich schon öfter gearbeitet, aber mit flüssigem Helium noch nicht so. Es ist Siedepunkt. Der Schmelzpunkt? Keine Ahnung. Da muss er wirklich bloß so unter einem Kelvin liegen wahrscheinlich. Sehr niedrig wahrscheinlich. Und halt bei hohem Druck, haben sie ja gesagt. So, machen wir erstmal hier drüben hin. Guest hier. Hier gibt's nichts. Muss ja auch mal sein. Kann ja nicht auf jeden Planeten was geben. Weiter nach Pass 33. Anomalie auf den Sensoren. Okay, schon besser. Halt, da haben wir's. Sonde gestartet. Wieder ein Satellit, oder was ist das? Satellit entdeckt. In der Tat, einer von vielen Satelliten, die Späher von einem Nexus ausgesetzt haben. Diese unbemannte Station hat sorgfältig die ungewöhnlichen Merkmale von Pass 33 studiert. Das gibt wieder Forschungsdaten für uns. Und es geht weiter für uns nach Pass 13. 33? Nee, hier 13, genau. Und hier gibt es nichts, das heißt, wir haben dieses System soweit abgeschlossen. Okay, Sabeng ist durch. Weiter nach Joba. Manchmal vergesse ich, wie klein wir sind. Tatsächlich, das gelingt dir, wenn wir hier durch die endlosen Weiten des Weltraums fliegen, zu vergessen, wie klein wir sind. Also, das wäre mir zu jeder Zeit bewusst, ehrlich gesagt.
Hier gibt's natürlich nichts. Weiter nach Ronhardin. Ich gebe zu, dieses Scannen ist jetzt nicht das Spannendste der Welt. Aber da es jetzt tatsächlich nicht so ultra lang dauert, kann man das ruhig mal mitnehmen. So, hier drüben ist der nächste. Terroshi. Ich frage mich halt, ob man da vielleicht auch irgendwelche Nebenmissionen finden kann oder ob es immer bloß so Scannen von irgendwelchen Ressourcen ist. Auch hier gar nichts. Dann hoffen wir mal auf den letzten Planeten. Mal sehen, ob es auf Letafo irgendwas gibt. Ansonsten wäre das jetzt sehr ernüchternd gewesen in dem System hier. Oh, das sieht aber felsig aus. Nö. Rein gar nichts. Das war tatsächlich recht ernüchternd. So, damit hätten wir das Jobber-System durch. Weiter nach Nalash. Hatten wir jetzt überhaupt irgendwas gefunden? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der war komplett leer gewesen gerade. Der Bereich. Warum auch immer die den dann damit eingesetzt haben. Gut, vielleicht kommt ja später nochmal was. In diesem System haben früher die Industrie auf Volt und darüber hinaus versorgt. Eines Tages ist das vielleicht wieder so. Anomalie auf den Sensoren. Das dachte ich mir fast, wenn das hier so voll aussieht, dann gibt's doch garantiert irgendeine Anomalie auch so schon. Sonde gestartet. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Ein Raumschiffwrack. Das schauen wir uns doch gerne an. Dieses Cat-Minenschiff scheint von innen zerrissen worden zu sein. Möglicherweise ein mechanischer Fehler. Die Zerstörung erfolgte erst vor kurzem. So, dann sammeln wir noch ein paar Tech-Materialien ein hier. Ur-Exo-Energieversorgung. Okay. Was auch immer. So, und dann können wir uns mal die Planeten näher anschauen. Auf denen es dann wahrscheinlich gar nicht mal so viel geben wird. Vermute ich bald. Jo. Meine Vermutung bestätigt sich. Tijorana. Ja, was auch immer. Der sieht aus, als ob es was drauf geben könnte. Hat auch wieder eine spannende Färbung. Nö, rein gar nichts. Ein angaranischer Dichter beschrieb die Tijorana einst als Juwelenauge von Nalash, weil in seiner Kalksteinoberfläche Kupfervorkommen glitzern. Aber nur wenige Entdecker sind je auf dem Planeten gelandet. Hm. Aber warum? Wer weiß. Wir verlassen ihn jedenfalls wieder und machen uns weiter auf nach hier drüben. Auch hier rein gar nichts. Gold und Aluminium dominieren die Oberfläche. Alter, echt jetzt? Ein Planet aus Gold? Würde ich mitnehmen. So, kann man sicherlich Anwendungen für finden. Auf nach Sujona und dann haben wir auch dieses System geschafft. Und auch hier nichts. Okay. Das Nalish-System hat jetzt eigentlich auch nur das Catschiff für uns bereitgehalten. Ist in Ordnung. Damit geht's auf nach Null und wir werden endlich in eine Mission kommen, die wahrscheinlich wieder Kampf für uns bietet, denn wir gehen zum Widerstand, der im Krieg gegen die Cats sich befindet. Das klingt für mich stark nach Kampf. Also dann, da drüben ist Volt. Aber wir werden uns erstmal so ein bisschen umschauen. Na, komm her. Sonde gestartet. Dann hätten wir das nämlich schon mal abgearbeitet. So, das nehmen wir natürlich wieder gerne mit, das Mineralienvorkommen. Was haben wir denn da? Kupfer. Kupfer für uns. Stecken wir uns ein. Weiter nach Pass 55. Das kriegen wir doch schnell noch erledigt hier, die letzten paar Planeten, bevor wir uns dann endgültig in der Mission stürzen. Ich empfange etwas. Lass mich raten, da?
Ja, überraschend. Das wird wieder ein Satellit sein, denke ich mal, oder? Die Überreste eines Schiffes. Oh, ein Schiff, okay. Diese leere angaranische Rettungskapsel scheint seit fast 10 Jahren über Pass 55 dahin zu treiben. Den Markierungen zufolge müsste sie von einem Forschungsschiff stammen, dessen Daten jetzt von ihnen abgeliefert werden können. Nett. Okay, wir haben wieder ordentlich was an Tech gesammelt. Das klingt doch gut. Gefällt mir. Und damit bleibt noch die Tivios. Sieht düster aus. Aber dieser blaue Ring herum, die blaue Corona, die sieht schon cool aus. So, wo haben wir es denn? Da, im Sturm, im Auge des Sturms. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Dieser enorme Hurricane verteilt eine Art Plankton, das sich an den Stickstoff angepasst hat über den Ozean. Es gibt auf die Tivios also offenbar einfache Lebensformen. Das gibt noch ein bisschen Erfahrung für uns. Wunderschön. Und damit heißt es, auf nach Volt. Wir treffen uns mit dem Widerstand. Da sind wir auch schon. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Mach das. Ich glaube, ich kann dich eh nicht gebrauchen in meiner Kampfmission. Hier gibt es gut was an verfügbaren Mineralien. Das heißt, wir werden hier auch wieder richtig mit dem Nomad unterwegs sein, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Auf zur Landezone. Oh, wir müssen uns wieder entscheiden, was wir mitnehmen. Asari-Schwert, weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich was Besseres mittlerweile, oder? Müssen wir mal schauen. Das Asari-Schwert. 400 Nahkampfschaden, das hat bloß 311. Da würde ich natürlich schon dabei bleiben. Oh, hier, 453. Ich habe den kroganischen Hammer noch nie benutzt, muss ich zugegeben. Ich weiß nicht, ob der wirklich was für uns ist. Wollten wir den mal ausprobieren? Ich glaube, wir machen das mal. Mal sehen, wie das aussieht. So, die Valkyrie lasse ich jetzt erstmal, die Sidewinder auch. Ich glaube, ich bleib so einfach. Ich muss mich da echt mal drum kümmern, dass ich ein bisschen was anderes hier anlege und so und ein bisschen verbessere. Da habe ich mich bisher immer vorgedrückt, weil das irgendwie so ein bisschen... Ach, ich weiß auch nicht, das ist nicht so ganz mein Ding. Es ist irgendwie ein bisschen komisch aufgebaut alles und man kann es nicht so gut vergleichen wie in den anderen Teilen. Von daher habe ich das bisher noch nicht weiter gemacht. Die machen wir doch mal rein, die Lackierung. So. Bringen Sie uns runter, Kerlo. Achso, ich hätte jetzt natürlich gern noch mein Team gewechselt. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Volt bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Tja, da werden wir mal ein bisschen schmelzen müssen. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Herzlichen Glückwunsch. Und hier wollen wir raus. Oh shit. Das ist nicht gut. Alles okay, alles okay. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. Herzlich willkommen auf Volt. Okay, hier ist eine kalte Umgebung und ich wollte eigentlich mein Team noch wechseln, denn ich wollte andere mitnehmen. Aber gut. Wir folgen erstmal
den Lichtern, glaube ich. Minus 52 Grad. Na, Glückwunsch. Verdammt, ist der Laden gut versteckt. Gehen Sie weiter, Ryder. Machen Sie keine plötzlichen Bewegungen. Sie werden wahrscheinlich beobachtet. Es ist könnten also wir noch mal rein? Wettereisig. Ich würde gern noch mal wechseln. Es wäre eigentlich gut, Jarl mitzunehmen, muss ich zugeben. Komm, ich glaube, ich gehe noch mal zurück. Mal sehen, ob man Jarl mitnehmen kann, eventuell. Irgendwie habe ich das jetzt mal wieder total verpasst, dass man die Teamkollegen wechseln kann. Ist nicht das erste Mal. Hui. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ach Quatsch. So, erstmal kurz zurück. War sehr erfolgreich. Kommen wir denn wieder raus? Oh ja, das geht. So, wir kehren gleich nochmal zurück. Keine Sorge. Aber ich will auf jeden Fall Jarl mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Also ohne Jarl wäre, glaube ich, ein bisschen doof, jetzt da aufzukreuzen. Ryder, kann ich Sie kurz sprechen? Jetzt! Nicht gerade ein Urlaubsziel. Oh, so nicht. Warte, ich finde gleich den Ausgang. T. Kann ich nicht? Ah, ich muss es gedrückt halten. Das ist das Problem. So, dann wollen wir noch mal sehen, was Kello von uns will. Gibt's denn irgendwas Dringendes? Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam. Vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Jede ordentliche Raumstation braucht einen großen See. Vielleicht auch ein paar Brunnen? Stimmt, amphibisch oder nicht, jeder braucht Wasser. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie den Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Sie ist eine gewaltige Weltraumanomalie. Sowas verschwindet nicht plötzlich. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten. Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Sieht so aus. Und dafür wolltest du jetzt unbedingt mit mir sprechen? Na gut, wie du meinst. Was ist jetzt? Das Spiel hängt einfach mal. Okay. Was ist denn jetzt los? Jetzt will das Spiel nicht mehr. Könnte auch daran liegen, dass es ultra warm ist hier bei mir. Also Orbit ist stabil. Schön. Ich glaube, wir sind irgendwie so um die 30 Grad. Na, nicht mehr ganz, glaube ich. Aber das findet der Computer wahrscheinlich auch nicht so geil. Aber was willst du machen? Irgendwann musst du halt wieder aufnehmen, um neue Videos zu haben, ne? So, gehen wir von der Tempest. Und diesmal vielleicht mit einem anderen Team. Kann ich das denn irgendwo mal einstellen? Hier vielleicht? Trupp. Ach, tatsächlich. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich möchte auf jeden Fall Jarl dabei haben. Und ich glaube, ich nehme nicht Cora. Wie heißt sie denn? Vetra mit. Meine Güte, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Ja, Vetra noch als zweite. Ich glaube, das könnte ein ganz gutes Team abgeben. Die passen auch gut zusammen vom Aussehen her, stelle ich gerade fest. So, ja, ich glaube, das ist so mein Team jetzt. Das könnte ganz gut funktionieren. Nomad brauche ich nichts machen. Gut, das ist alles Kram. Ja, passt. Auf geht's. Neuer Versuch.